Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Und ihr seid hier bei Let's Play Today. Wir spielen The Elder Scrolls Online. Ich habe mir das Spiel gestern mal runtergeladen. Es hat ziemlich lange gedauert. Aber kein Problem. Wir haben es jetzt drauf. Und wir fangen mal direkt an. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich was nehmen möchte. So, Serverauswahl. Ich habe alles schon vorbereitet. Die ganzen Anmeldedinger und das alles. So, ich habe das Spiel ein bisschen lauter gedreht, aber es sollte so passen. Also, mein Pegel vom Mikrofon ist auf jeden Fall höher. Ungefähr die Hälfte höher. Man sollte mich gut verstehen. Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Und drei große Allianzen kämpfen um ihn. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Ja, und mit dieser epischen Einführung starten wir das Spiel. Sehr geil gemacht schon. Und ich habe mal kurz beobachtet, ich habe gesehen, dass der Ausschlag, wenn so richtig Action ist, ziemlich laut ist vom Spiel. Ich hoffe, das passt soweit. So, jetzt überlege ich, ich könnte zum einen Kollegen ins Ebenherzpakt mitgehen. Oder... ich weiß nicht, wo der andere Kollege ist. In welchem Pakt. Oder in welcher Allianz. Altmeri, Dominion und Dolchdorz Bündnis haben wir noch. Und das Ebenherzpakt halt. So. Im Ebenherzpakt haben wir die Argonier, die Nord- und die Dunkelelfen. Dann haben wir hier Hochelfen, Waldelfen und die Khajiit. Dem Dolchsturzbündnis haben wir die Bretonen, die Rotwardonen und die Orks. So, und ich wollte eigentlich einen Magier spielen. Sprich, wir sollten dann doch eher den Dunkelelfen wählen. Und ich wechsle mal kurz auf diese hier. Genau, als Zauberer. Oder was meine zweite Wahl war, als Templer. Aber das Problem bei dem ist, die sollen sich am Anfang etwas schwieriger spielen lassen. Aber das nimmt sich nicht viel, weil die Zauberer genauso. Das andere ist, ich wollte mich eigentlich zum Werwolf machen und das soll mit den Zauberern nicht so eine gute Idee sein. Deswegen werde ich nebenbei während dieses Let's Plays noch einen anderen Account spielen.
und werde dann immer zu dem Let's Play hier spielen. Und in meinem anderen Account werde ich mal so ein paar Sachen ausprobieren und die euch vielleicht zeigen, wenn ich dazu Lust habe und wenn ich das möchte. So, wir sind natürlich männlich und nehmen den Zauberer, würde ich sagen. Damit fahren wir ganz gut. Wir machen den trotzdem muskulös. So, Körpergröße. Hautfarbe. So. Ein heller Dunkelelf. So, wartet mal. Ich möchte gerne mal... Ah, guck mal hier. Können wir jetzt... Also die Folge wird wahrscheinlich nur Charaktererstellung sein. Das sieht schon krass aus, diese... es gibt ja wirklich diese Narben. Die werden ja in einigen Völkern, werden die ja wirklich gemacht. So, guck mal, das wäre zum Beispiel für meinen anderen Charakter dann eine Möglichkeit, diese Narben von dem Werwolf zum Beispiel. So, gucken wir mal hier. Der wurde schon mal angeschlachtet. Ja, das sieht auch übelst geil aus. Ah, guck mal hier, so Maui ist das, glaube ich. Maui-Tattoos. Weiß ich jetzt nicht, wie das direkt heißt. Entschuldigung. Das sieht auch geil aus. Ich hätte gerne das hier. Das sieht schon ganz cool aus. Schulterbreite. Ja, ordentlich. Brust. Aber auch ordentlich. Bauch. Gucken wir mal. Na, er soll nicht dick sein. So, Teil hier. Okay. Arme. So richtigen Atzen machen wir uns hier. Auch wenn es ein Magier ist, aber. Der kann ja ruhig. Sieht ziemlich klein aus, die Hände. Ja, wir machen das mal alles. Hüfte, Hüfte. Hat sich nicht viel verändert. Gesäß. Oh, richtig fetten Arsch hier. Nee, machen wir nicht. So. Aber das muss schon ein bisschen... Ist ja keine alte. So, Beine. Ordentlich dick. Und die Füße, da muss er auch drauf stehen können. So. Das war's. So, was ist denn hier? Heroisch. Kantig. Und sanft. Ja, sanft wollen wir nicht. Ja, dieses Heroische. Ach, ich finde den hässlich, ey. Ohne Scheiß. Das sieht ein bisschen kacke aus. Müssen wir noch was ändern. So, Alter. AI. Nee. Wir haben einen jungen Charakter auf jeden Fall. Verzierung. Ah, guck mal. Krass. Okay, mach mal. Ach nein, jetzt hat er wieder alles geändert. Okay, pass auf, wir schalten jetzt erstmal so hier durch. Bis mir einer da so ein bisschen gefällt. Ach, guck mal, krass. Das gefällt mir schon ein bisschen. Ehrlich gesagt. Gucken noch mal weiter durch. Das gefällt mir nicht. Und wenn ich einen hab, der mir gefällt, dann werde ich den noch anpassen. Ah, guck mal, so ein übelstes blutendes Auge. Das sah auch krass aus. Oh, der sah ganz normal aus. Gut, den hätte ich lassen können. Aber ich möchte doch einen, der so etwas normal aussieht, auf jeden Fall. Ich könnte mir das eigentlich auch selber machen. So ein halbwegs normales Gesicht, wisst ihr, was ich meine?
sieht auch nicht normal aus. Die haben alle so ein übelst verschobenes Gesicht, so. So typisch Elfen halt. Komm jetzt, ich hätte gerne was so leicht normal aussieht. Okay, das Gesicht sieht ganz in Ordnung aus. So, warte nochmal. Jetzt hier. Zack. Dann hier. Nee, warte mal, den hatte ich auf hell. So, Narben. Das hier. Schulterbreite. Brust. Bauch ein bisschen. So, Taille. Arme. Hände. Hüfte. Gesäß überspringen wir. Beine. Füße. So, da haben wir einen ordentlichen Atzen. So, warte mal, Alter. So, Verzierung. Ah, warte mal, das müssen wir so lassen. Da hätte ich gerne. So, genau. Narben und Bemalung. Guck mal, das sieht auch krass aus. Gefällt mir. Ja, so, das wäre auf jeden Fall logisch, wenn wir da so eine Narbe machen. Was heißt jetzt hier Stirn? Ach, guck mal, da hat sich die Stirn ein bisschen rausgebildet, also Wangenbreite. Lass mal so, Jochbein. Okay. Ordentlichen Kampfkiefer brauchen wir auf jeden Fall. Kinnlänge lass mal so, Kinngröße lass mal auch so, Halsbreite. Ja, so ordentlich Hals brauchen wir schon und Größe, hier guck mal. Machen wir mal so klein. Winkel der Ohren. Schön angeklatscht, dass es nicht so auffällt. Ohrenhöhe. Ja. So. Hatte ich schon mal ein bisschen kleiner gekriegt. Warte mal, den Winkel der Ohren, das ganz so angeklatscht darf das nicht sein. So. Und jetzt haben wir hier Stimme. Achso, Stimme anhören. Okay, das passt schon. Sollten wir das so weiß nehmen? Ja. Ah, hier, guck mal. Genau das wollte ich doch. Dass es einfach nur so halbwegs normale Winkel hat. Augenhöhe, lass mal so. Augenweitung. So zusammengeknautscht.
So, guck mal, dann sieht das halbwegs normal aus. Augenbrauen. Nimm mal, glaube ich, das. Augenbrauenhöhe, lass mal so. Augenbrauenausrichtung. Ach, guck mal, da kann er skeptisch gucken. lass mal so. Nasenbein. Nasenhöhe, Nasenbreite. Kann man ruhig ein bisschen machen. So, Mundhöhe. Mundkurve. Und Lippenfülle. Warte mal, da können wir ein bisschen weniger machen. So. Okay, sieht annehmbar aus jetzt. Vielleicht gucke ich noch mal wegen der Verzierung. Ne, hier war es nicht. Wo war denn das? Ach hier. Ich möchte irgendwas anderes nehmen. Ich lasse das so. So, genau. Fertigstellen, Namen eingeben. Welchen Namen? Ich hatte mir ja schon den Namen ausgedacht für den Argonier. Der hätte gehießen, dadurch, dass er auch als Werwolf durchgehen sollte, Argon, der Verfluchte. Nennen wir ihn mal... Ist das bei dem Sonderzeichen dabei, das SZ? Ich weiß es gar nicht. Muss ja. Es muss ja hier dabei sein. Okay, schreiben wir es mit Doppel-S. Der Weiße. Nee, das ist scheiße. Kein... Mächtige. So. Fertig. So, da haben wir 19 Minuten rumgekriegt und jetzt geht das los. Ich habe mir zu dem Spiel was ausgedacht, was ich ganz cool finde. Und ihr werdet das dann gleich sehen bzw. hören.
Und ich hoffe, es ist angenehm. Oh. Verdammt. Wo bin ich hier? Und was ist das für ein Ort? Bin ich hier etwa in einen Kerker gefangen? Ich sollte mich umsehen, ob ich irgendwas Nützliches finden kann, um hier zu entkommen. So, ihr habt schon gehört. Ich werde mich selbst ein bisschen synchronisieren. Und ein bisschen zu diesem Spiel eine Synchro machen zu meinem Charakter, weil mir aufgefallen ist, dass der Charakter selbst nämlich gar nicht spricht. So, okay, wartet mal. Er bewegt sich ziemlich schnell. So, finden können wir hier anscheinend nichts. Es muss hier doch einen Ausgang geben. So, wir gucken erstmal ein bisschen rum und looten hier ein bisschen. So, was haben wir hier? Das ist ein Schloss davor. Keine Ahnung, für was wir das alles gebrauchen können. Ich nehme es erstmal alles mit. Aber wir sollten nicht zu viel looten, denn unser Inventar ist auf jeden Fall begrenzt. Würmer, Krabbler. Damit können wir bestimmt irgendwas anfangen. So, und müssen wir erstmal den Typen hier looten. Wir quatschen mal mit der Alten. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Lass mich doch ein bisschen rumsuchen. Okay, mir fällt auf, im Gegensatz zu der PC-Version sind ja einige Dinge anders. Zum Beispiel hatte man hier vorne, wo man rauskommt, eine Sequenz, wie die Alte die Tür aufhackt mit irgendwas und dann ist man rausgekommen. Finde ich schade, dass es nicht mehr drin ist. Keine Ahnung warum. Genauso hatte man hier eine Sequenz, wie da einige Argonier vor der Tür. Wo ist es jetzt? Hier. Wie einige Argonier vor der Tür stehen und sie zuhalten und da halt ziemlich Kampf-Action dahinter ist. Ich frage mich, warum ist das weggelassen worden? Im Endeffekt jetzt. Ich weiß es nicht. Wenn es einer weiß, klärt mich doch mal auf. Oder liegt es halt an der PlayStation, dass sie nicht so viel verarbeiten kann? Ich weiß es nicht. So. Lasst uns gehen. Und man hat da auch viel mehr Konversationsmöglichkeiten mit dieser Lyris schon am Anfang. Deswegen habe ich gedacht, wir können sie anquatschen. Ach, da sind die Argonier.
wenn ich den jetzt wegschlachte? Ich probiere es mal nicht aus. Wahrscheinlich wird es gar nicht gehen. Guck mal, wir untersuchen mal die Dinger hier. War klar. Würmer. Knochen. Krabbler. Ach so, okay. Verschwinden wir von hier. Sind das für Typen? Sind das irgendwelche Zombies oder so? Also so zombieartige, seelenlose Menschen. Übrigens, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich weiß, dass sie von Argonia sind. Ich habe mir mal eine Folge gegönnt, um zu wissen, was auf mich drauf zukommt. Aber ich spiele das jetzt ab der nächsten Folge blind. Also... keine Sorge. So, jetzt sprechen wir mit ihr. Lyris, das Titankind. Der Prophet, er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Wobei soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Mir bleibt ja keine Wahl. Wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Okay, und was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Es scheint mir eine schwere Aufgabe zu sein. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe noch so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Okay, und wer ist dieser Prophet eigentlich? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Aber wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Und wenn ich tot bin, wer hat mich getötet? Ein Mann namens Mani Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenbaron. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir.
Seid ihr denn auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Wie können wir den Propheten retten? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Okay, dann lassen Sie uns losziehen. Okay, den letzten Satz habe ich ein bisschen verkackt gerade. Ich werde mir das auch selber anhören. Wenn das scheiße klingt, dann mache ich das nicht mehr. Ich will es einfach mal probieren. So, die blutende Schmiede. So, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Wagen durchsuchen. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch. Was haben wir hier? So, wir machen das gleich, keine Angst. Der wehklagende Kerker. So, wir nehmen mal den ganzen Scheiß jetzt nicht mehr mit hier. Oh. Schläft gerade der Fuß ein. Oh, krass. So. Weiter geht's. Krabbler. Keine Ahnung, für was wir die gebrauchen könnten. So, was haben wir hier? Schubkorrdurchsuchung, Knochenwürmer. Ich hätte gerne ein bisschen Rüstung. Aber die bekommen wir jetzt noch nicht. So wie es aussieht. So, ich werde mal. Charakter. Vermögen 500 Kronen. Mhm. Sammlungen. Was sind das? DLC. Ah, okay. Aussehen, Gehilfen. Aussehen, Gehilfen. Andenken. Reittiere und friedliche Begleiter. Okay, Inventar. Vorräte, Krabbler, Würmer. Ach, guck mal, wir haben 60 Tragekapazität, das geht doch. Und es scheint mir, als würde... Ja, wir können noch einiges tragen. Passt schon. So, Materialien, Knochen. Haupthand, Schaden 1192. Torso, bla bla bla. Ich zeige jetzt noch ein bisschen was, ich überziehe die Folge ein bisschen. Im Charaktermenü könnt ihr verfügbare Attributspunkte verteilen, um eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Magika erhöht eure Effektivität mit Zaubern, das ist unser Fall, erhöht eure Überlebensfähigkeit, also Leben. Ausdauer erhöht eure Effektivität mit Waffen und Rüstungsfähigkeiten. So. Alles klar, wir nehmen Magika natürlich. So. Ja, Punkt anwenden. So, Fertigkeiten. Fertigkeiten erlauben euch, euren Kampfstil nach euren Wünschen anzupassen. Ihr könnt Fähigkeiten markieren, um zu erfahren, was sie bewirken. Drückt X, um eine Fähigkeit freizuschalten. Aktive Fähigkeiten könnt ihr in eure Schnellleiste ausrüsten. Drückt Viereck, Dreieck, Kreis, L1, R1, um sie auszulösen. So, da haben wir auch einen Punkt. So, was haben wir hier? Magie. Magie-Negation. Kristallscherbe. Einhüllen. Runengefängnis. Dunkler Austausch. Deadrische Minen.
Dyadrische Beschwörung, instabiler Begleiter beschwören. Okay. Magierzorn. So, 200 Waffen mit Schild, 2 Waffen. Bogen, Zerstörungsstab haben wir nicht. Leichte Rüstung. Velots Schüler, oh, Aschländer. Das wollte ich jetzt nicht. Ach so, okay. Alchemie, Lösungsmittelkenntnis. Schmiedekunst, Schneiderei, Schreinern, Versorgen und Verzaubern, Machtverbesserung. Was ist Verzaubern? Verzaubern ist, denke ich mal, Machtruhen, bla, Nutzen. Okay. Vom gewöhnlichen Weiß- und normalen Aspektruhen. Aha, okay. Also wir sollten wahrscheinlich dann mal hier oben anfangen. Dunkle Magie oder dyadrische Beschwörung ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir fangen. So, guck mal. 28 Meter, Radius 8 Meter, Wirkungsdauer 8,5 Sekunden, Kosten 225, ultimative Kraft. Er schafft eine Kuppel voller magischer Unterdrückung, welche von Feinden platzierte Effekte sofort aufhebt. Feinde im Inneren werden betäubt. Feindliche Spieler werden zum Schweigen gebracht, anstatt betäubt. Okay, nee. Dann nehme ich doch lieber doch. So, Sturmmatronarenbeschwörung. Sofort Bodenziel 28, bla bla bla. Ihr beschwört einen Sturmmatronaren. Den nehmen wir. Ja, danke. Wurde in der ersten Position abgelegt, fähig, um die Fähigkeit zu nutzen. Ja, machen wir. Und dann haben wir hier noch Tagebuch, ja, Soziales, alles klar. Aktivitätensuche, Hilfe, Einstellung und Auslocken. So. Ja, alles klar. Hätten wir das jetzt. Ich hoffe, euch hat die Folge erstmal soweit gefallen. Es war halt eine ziemlich lange Einführung mit Erstellung und Pipapo und dann halt noch der Versuch, mich selbst zu synchronisieren, wenn das scheiße klingt. Werde ich das die nächste Folge leider nicht mehr machen. Ihr könnt mir schreiben, wie ihr das so findet. Wenn ihr es natürlich gut findet, mache ich es weiter. Wenn ich es selber scheiße finde, lasse ich es erstmal. Ansonsten sagt mir einfach Bescheid. Das würde mich freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder ESO.